Wir haben wieder einen Tabat. Und zwar den Rossini 620 DM. Gesamtlänge 8,31 Meter, Nutzlänge 6,30 Meter, 2,50 breit. Zulässiges Gesamtgewicht 2 Tonnen, kann auf 2,5 Tonnen aber ohne Probleme aufgelastet werden. Und ja, Preis haben wir hier, Ausstellungsfahrzeug 31.575, Grundpreis ab 26.99. Und warum ich euch das Fahrzeug zeige, das hat einen echt interessanten Grundriss, wie ihr jetzt schon vielleicht auf dem Bild gesehen habt. Aber also als Familienfahrzeug auf jeden Fall sehr, sehr schick. Wir haben wieder die zweigeteilte Tür. Vorne noch hier eine kleine Stauraumklappe für unters Bett, denn das Bett ist vorne im Bug. Und wir gehen mal rein und ihr seht schon, ja, Bett im Bug, aber wenn man hier reinkommt, hat man hier erstmal so eine Garderobe. Da die Haken, um was aufzuzeigen, hier einen großen Spiegel, hier hat man eine Ablagefläche. Hier ist schon mal ein Staufach, darunter nochmal eine Schublade. Zur linken Lichtschalter und hier noch ein bisschen Stauraum. So, und jetzt kommt nämlich das Coole. Das Bett ist so ein bisschen versteckt hier hinter. Also man hat diesen Raum, weil die Betten laufen ja meistens eh immer alle so konisch zu hier. Das kann man ja hier so sehen. Und dann hat man diesen Raum, kommt das so rüber, kann man das so sehen, perfekt genutzt und hat da direkt noch einen Schrank und eine Garderobe drin untergebracht. Das finde ich mal pfiffig und echt gut gemacht. Hier auch wieder schön, ne? Viel Stauraum in den Dachschrankklappen, logischerweise. Und ja, wie gesagt, den Stauraum hier unten drunter. Sehr cool. Da ist die Heizung untergebracht. Könnt ihr was sehen? Da ist was dunkel darunter. Aber wie gesagt, das ist mal clever gemacht. Und auch damit das Bett in der Mitte nicht durchhängt, ist da noch so eine Stütze. Die kann man aber jetzt leider im Dunkeln nicht so gut sehen. Dann hier oben die Leselampen. Kein Strom drauf. Und da nochmal Steckdose. Das heißt, man kann hier auch nochmal was laden. Was ist hier hinter? Ist hier noch was oder was? Na, glaub nicht. So, was haben wir noch? Wir haben hier direkt nochmal einen Schrank. Auch nochmal für Wäsche. Unten nochmal einen Schrank. Und wir schwenken mal nach links und haben eine ganz langgezogene Mittelrundsitzgruppe. Da passen auf jeden Fall alle dran, die hier drinnen schlafen. Also das sollte auf jeden Fall passen. Das ist nämlich echt mal ein richtig cooler Grundriss. Das finde ich cool gemacht. Hier gegenüber dann die Küche. Hier oben schön das Heki, hier über dem Bett auch nochmal Dachluke. Rauchmelder. Dachschrankklappen mit viel Platz. Hier drinnen, ne? Hier auch die Einheitbox schon mit drin verbaut. Sehr, sehr cool. Dometic 3 Flammenkocher. Das hier ist alles so, ja, das ist ganz glatte Oberfläche. BWT Wasserfilter ist mit an Bord, serienmäßig. Hier noch die Besteckschublade mit echt weitem Auszug. Hier die Anschlüsse, die Absperrhähne fürs Gas. Noch eine Schublade. Und nochmal eine Klappe, die logischerweise das Fach wieder ein bisschen kürzer. Logischerweise wegen dem Radlauf, der sich ja irgendwo verstecken muss. Hier nochmal ein Apothekerauszug. Dann haben wir hier unten noch den Kühlschrank von Dometic, wieder mit separatem Eisfach. Sehr schön gemacht. Und vor allem alles in der Dekoroptik vom ganzen Fahrzeug. Was haben wir hier oben? Nochmal ein Staufach. Daneben nochmal ein kleiner Kleiderschrank, auch nochmal für Wäsche. Auf jeden Fall jede Menge Platz. Und das ist auch schön gelöst, das Etagenbett hier wieder von Tabat typisch. Ne? Kinder haben hinten dann auch separate Gardinen mit einer anderen Farbmuster. Hier direkt dieser Rausfallschutz, den man aber hier wegmachen kann. Also den könnte man auch wegmontieren, wenn die Kiddies dann was größer sind. Aber für jetzt am Anfang, dann ist sowas immer cool. Dann haben wir hier das Waschbecken, hier ist der Griff auseinander gemacht worden, warum weiß ich auch nicht, hat wieder irgendeiner dran rumgefummelt, der besser hätte sein lassen sollen. Dann haben wir hier noch eine Gardine zum Zuziehen, das heißt, man kann auch den Kinderbereich dann schön abtrennen. Hier auch wieder jede Menge Staufläche, jetzt machen wir das hier mal vorsichtig auf.
Hier auch direkt das Bad, also die Toilette mit Duschvorbereitung. Ne? Hier ist der Duschvorhang, hier oben kann man auch ein Handtuch aufhängen, wieder sehr gut durchdacht. Fenster im Bad finde ich auch gut, dann kann man auch mal lüften. Hier vier Haken für Handtücher aufzuhängen nochmal. Sehr schön gemacht. So, was haben wir noch hier hinten? Nochmal einen riesen, guckt euch mal diese Tür an, ey. Breit wie eine Eingangstür. Auch schön. Auch nochmal Kleiderschrank. Hier unten hat auch wieder einer das Schloss auseinandergenommen. Da brauchte wohl irgendeiner Ersatzteile. Traurig, wirklich. Und was auch schön ist, diese Gardinen, ne? Man kann die Kiddies können. Ach, hier hat auch wieder einer rumgefummelt. Ach, das ist echt traurig, Leute. Ist wirklich. Dass manche da dran rumroppen wie die Wahnsinnigen und machen die Sachen kaputt. Das muss doch wirklich nicht sein. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass man hier mit einer Gardine den Schlafbereich separat abtrennen kann. Finde ich auf jeden Fall sehr schön gemacht. So, ich zeige nochmal von hier hinten einmal so nach vorne durch das Ganze. Und da seht ihr schon, also man hat auf jeden Fall viel, viel Platz. Vor allem in der Rundsitzgruppe, ne? Da ist ja auch nochmal Staufächer drunter. Das kennt ihr. Und sehr, sehr schönes Auto. Wirklich. Ich finde den Wohnwagen richtig, richtig schick.